Einen wunderschönen guten Morgen, meine Herren. Einen Schönen wunderschönen guten guten Morgen. Morgen. Geht's euch gut? Uns geht's gut. Ich habe gerade deine Kinder gezählt, ja. Sehr gut. Das sind nur die, die offiziell sind. Der Rest bleibt geheim. So, danke für die Einladung, ihr Lieben. Gerne. Danke auch für die Buchempfehlung, die ihr in eurer Gruppe ausgesprochen habt. Super cool. Das mit dem, was der Willi gesagt hat, mit dem Kleingeschrieben, habe ich entgegengenommen. Ja, das ist Weil wirklich extrem. Also ich habe hier, also ich lese ja die Bücher immer so, ich mache mir dann auch immer das, was für mich interessant ist, hier so Marker ja. rein, aber das ist wirklich extrem klein und ja, du Ja, siehst ja, ich bin schon ein bisschen jünger, ne? Und habe da halt. wir fragen im Bestellformular jetzt zukünftig nach der Sehstärke und schicken noch Lesebrillen mit. Ja, das Für die ist es. restliche Charge, die da noch hier im Büro ist und täglich verkauft wird. Ich bin jetzt gerade am Arbeiten am nächsten Buch. Da kommen auf jeden Fall Grafiken und Bilder mit rein. Da geht es um Marketingdominanz. Das ist natürlich super wichtig, denn das dann auch bildlich zu erklären, ne? Weil wenn ich jetzt erkläre, so sieht quasi eine Landingpage aus in Textform, ist halt nur halb so geil, als wenn ich sage, pass auf, hier ist ein Bild, guck mal, schau. Ja, genau. Ja, oder die ganzen Prozessabläufe dann natürlich auch bildlich darstellen. Aber dann bist du halt auch bei so, ja, 7 Euro pro Buch ungefähr. Da muss natürlich auch der Upsell-Funnel dann gut sitzen, dass sich das Ganze auch erstmal plus minus null für die Leads rentiert, woraus du dann natürlich deine Kunden generierst. Ja, super. Also ich finde es auf jeden Fall toll, dass das so kurzfristig und so schnell mit dir geklappt hat. War ja gestern Abend auch mal bei dir kurz in einem Meeting drin. Ich weiß nicht, ob du Ja. das mitgekriegt hast. Super. Ja, was machen wir hier? Also der Podcast, der ist von mir und dem Markus. Wir haben uns seinerzeit auf einer Mastermind kennengelernt. Wir haben zusammen mit dem Gerd Breil diese Lima-Strategie entwickelt. Das war ja auch so ein bisschen ein Thema von dir gestern Abend in deinem Podcast, wie man die, ja, ich sag mal, Anzeigenkosten entsprechend sinken kann. Und Ja. ich wollte immer einen Podcast machen und der Markus hatte schon einen gemacht, aber irgendwie bei ihm fehlte so der Antrieb, dass die Leute reinkommen und bei mir fehlte der Antrieb oder so diese ganze Technik und so weiter aufzusetzen. Und da haben wir gesagt, okay, lass uns doch zusammentun und wir machen das jetzt seit Oktober 2020 und haben so jeden Monat, ich sag mal, mehrere Folgen halt online und das läuft eigentlich so ganz gut, auch die Zu Die, ich sag mal, die Upload-Zahlen sind auch gut. Und das Ziel, was wir uns gesetzt haben, war ja, ist ja Financial Radio, also mehr Erfolg im Leben und im Business. Und dazu suchen wir uns immer wieder mal verschiedene Leute aus, die da letztendlich dazu passen. Und dein Thema ist ja eigentlich, ja, ich sag mal, auch für uns fast ideal dazu. Und ja, ich übergebe das jetzt mal an den Markus, weil er hatte sicherlich mehr Fragen. Ich habe mich mit dir ja jetzt einiges befasst, aber wichtig ist ja auch, dass unsere Zuhörer, Zuseher, wer auch immer, wissen, wer ist denn jetzt der Sascha Mende? Ich meine, viele kennen dich sicherlich, denke ich. Ja. Hallo Sascha, schönen guten Tag. Ich grüße dich zu unserem Podcast Financial Radio, dem Podcast für mehr Erfolg im Bereich Finanzen und Business. Und ich kannte dich bisher nicht, Sascha, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hab mal auf deiner Internetseite so ein großes Gehirn gesehen für die Vorbereitung. Ich gehe jetzt mal Ja. davon aus, dass du auch ein großes Gehirn hast. Aber Verkaufspsychologie steckt ja da dahinter. Und es ist ja ein großes Wort, Verkaufspsychologie. Was erklärst du den Leuten? Was versteht man darunter unter Verkaufspsychologie? Also erstmal vielen Dank für die Einladung jetzt zum Podcast. Deine Zuhörer oder unsere Zuhörer kannst du ja nicht sehen. Ich habe tatsächlich ein großes Gehirn, deswegen habe ich auch so eine große Stirn. Also wenn ihr Bilder von mir seht, werdet ihr euch daran erinnern, was ich meine. Verkaufspsychologie ist letztendlich für mich das Schlüsselgeheimnis im Marketing. Also Verkaufspsychologie ist im Endeffekt genauso ein großer Begriff wie Marketing, klar, definitiv. Aber wenn du es nicht schaffst, mit deiner Marketingbotschaft in deinem Außendarstellung, in deiner Außendarstellung als Brand, deiner Zielgruppe unterbewusst einen Anker zu setzen, wirst du dort nicht so erfolgreich sein, wie du es vielleicht sein könntest. Denn wir erleben es ja auch ganz oft, dass wir Marken mal ein paar Mal sehen und dann nie wieder. Und für mich ist das größte Geheimnis von Verkaufspsychologie, um das mal so zu ummanteln, Wiederholung führt zur Wahrheit.
natürlich passend zur Zielgruppe, zum Angebot, ne, zu deiner Art und Weise, wie du auftrittst. Das ist super wichtig. Und natürlich spielen da so Dinge wie Texte, ganz klar. Texte, Verkaufspsychologie ist für mich die Basis vom Marketing, wie schon gesagt, weil alles, was du machst in Videoformat, hier im Podcast, sind im Endeffekt gesprochene Worte. Ja, nur visuell unterlegt, mit vielleicht Tönen, mit Bildern, mit einer coolen Location. Und alle Werbeanzeigen wie Ad-Copies sind ja auch per Text geschrieben. Mhm. So, und die kannst du entweder gut schreiben, schlecht oder halt mit Verkaufspsychologie und mal so richtig durchdacht wie quasi ein guter Copywriter. Mhm. Okay, das war ja schon mal ein guter Abriss zum Thema Verkaufspsychologie. Das hast du relativ gut umrissen. Ich habe mal vor Lichtjahren Verkaufskybernetik gelernt. Ja, das sind quasi hypnotische Sprachmuster, die man sich eintrainiert, die man immer wieder quasi automatisch abrufen kann, je nachdem, welche Einwände oder Vorwände kommen. Ja. Jetzt habe ich über die Jahre, die ich auch Vertrieb mache, festgestellt, dass das eine oder andere doch irgendwann mal abgedroschen klingt. Ja? Oder wenn es die Kunden 20 Mal hören von verschiedenen Seiten, die sagen ja schon wieder so einer, der mir irgendwie da was vorlabert. Ja? Das war jetzt bei der Verkaufskybernetik. Also hat sich das Ganze natürlich weiterentwickelt. Ja? Das, was vor 20 Jahren noch funktioniert hat, wollen Sie lieber montags oder dienstags, ja? Oder lieber um 3 oder um 4, das hat sich irgendwann mal abgedroschen, weil wenn es dann jeder sagt, ja, denkt er, okay, das habe ich jetzt schon dreimal gehört, die Woche, ja. In welchem Verkaufstraining war der denn? Und meine Erfahrung ist, Psychologie hin oder her, das ist sehr wichtig, aber Menschen kaufen immer von Menschen. Und wenn sich die Leute gut gefühlt haben bei mir im Gespräch, das habe ich daran gemerkt, dass die Leute mich plötzlich angefangen haben zu duzen. Früher war das noch ein bisschen krasser, sie und du, heute duzen sich ja alle. Ja? Ja. Aber dann haben die gar nicht mehr drüber nachgedacht, wer da sitzt, sondern sie haben dich einfach geduzt, weil du quasi so eine Art Freund geworden bist oder wie in ihren Freundeskreis vorgedrungen bist. Und dann warst du mit ihm ihnen emotional auf einer Ebene. Ja? Und dann kannst du anfangen, im Endeffekt alles zu verkaufen, also nicht alles zu verkaufen, aber dann kannst du anfangen zu verkaufen, würde ich mal sagen. Ja? Ist das auch deine Erfahrung? Ja, definitiv. Also Verkaufspsychologie streckt sich ja jetzt übers Marketing natürlich, wie du das gerade sagst, auch mit kybernetischen Verkaufen, auch in den Vertrieb hinaus. Und wie du das so schön sagtest, gerade Menschen kaufen von Menschen. Ja, das stimmt auf die eine Art und Weise. Das kommt aber auch immer darauf an, wie du dich als Unternehmer positionierst. Also ich nehme als Beispiel mal, ich habe jetzt noch nie so oft einen Podcast gemacht. Darf man hier Marken nennen? Kannst du nennen, ja. Also wenn du nicht bezahlt wirst von der Marke, ja. Nein, werde ich nicht. Leider nicht, das wäre cool, dann hätte ich auf jeden Fall immer genug Nike-Schuhe zu Hause. Hm. Wenn wir als Beispiel zu Nike in den Schuhladen gehen, kaufen wir ja letztendlich von einem Unternehmen, wo jetzt, glaube ich, keiner von uns den CEO kennt. Mhm. Ja, natürlich, der Verkäufer spielt wieder eine emotionale Rolle, aber wir bestellen natürlich auch viele Schuhe im Online-Shop. Ja, das ist dann Marken ausgerichtet und wenn du natürlich eine Personenmarke bist, ist es super wichtig, diesen persönlichen Kontakt zu haben. Und wenn wir jetzt so in diesem Online-Bereich bleiben, natürlich auch super wichtig, die Empathie aufzubauen, also diese Sympathie, ne? Und nicht hier, ich halte jetzt gerade mal so ein Zettel hoch und sage, hallo, ja, also hier ist Sascha von Growscale, von Hypnotic Sales und hallo und hier ist mein Skript und Sie hören vielleicht, dass ich das ablese. Ja, das baut natürlich null Vertrauen auf, weil gefühlt auch keine Expertise dahinter ist. Meine Erfahrung aus dem Thema Vertrieb zu deinem lieber Montag oder Dienstag, ich sage immer, wann passt es Ihnen morgen gar nicht? Ja. Also weil dann springt das Gehirn immer an, so ja, wann passt es mir eigentlich gar nicht? Und dann sehen die, okay, ich habe ja doch noch ganz schön viel frei am nächsten Tag. Mhm. Und so konnten wir bei uns den sogenannten Sales Cycle, also die Terminierungsgeschwindigkeit einfach drastisch erhöhen. Mhm. Aber grundsätzlich, ja, Menschen kaufen von Menschen. Wenn du jetzt vielleicht gerade mit deinem Business am Start bist, bist du ja letztendlich alleine. Ja, also du hast jetzt keine Mitarbeiter, die sich irgendwie mitpräsentieren können, sondern du bist die Person, die du kaufst. Und auch da aus verkaufspsychologischer Sicht und Marketing, wo ja mein Schwerpunkt liegt, schau immer, wie du dich präsentierst. Also nicht nur in deinen Worten, nicht nur in deinen Videos, sondern auch in deinen Bildern.
Ja, wenn du jetzt Geschäftsführer ansprechen willst, solltest du vielleicht nicht zu Hause ein Bild auf dem Sofa machen mit einer Dose Bier in der Hand und einem Unterhemd. Also ganz, ganz klar und mal ganz hart überspitzt, sondern auch dieses Privileg eines adäquaten Ansprechpartners im Bildformat schon mal erfüllen. Da hatten wir ja auch schon die Yvonne de Barck im Podcast-Interview, die ja quasi Auftrittstrainings macht, auch vor großen Unternehmen, 200 Leute, Zoom, Konzerne und so weiter, zeigt die, wie man sich online präsentiert. Und das kann sich jeder auch mal, der den Podcast hier hört, anschauen oder anhören. Da gibt es auch ein Video zu. Gibt es auch ein Video zu, gibt die wirklich gute Tipps dazu. Und ich sitze zum Beispiel hier in meinem Büro. Das sieht man ja, aber manche sitzen halt dann irgendwie oder haben das, die meisten machen einen Fehler, die haben die Beleuchtung von hinten und nicht von vorne. Ja? Und das ist ein großer Fehler, weil du willst ja dich beleuchten, ja, von vorne. Und wenn du von hinten eine Beleuchtung hast, zum Beispiel hätte ich jetzt den Rollrad nicht unten, würde hier die Sonne reinknallen und ich würde aussehen wie so ein großer gelber Ballon. Ja, das ist alles irgendwie alles Licht. Ich habe mal gelernt, Fernsehen ist ein dunkler Raum, kein Licht. Und das Licht wird durch die Scheinwerfer gemacht. Ja? Weil wenn du anfängst zu beleuchten und hast noch Tageslicht von draußen, es kommt immer ganz schlecht. Vor allem die Sonne wandert ja auch. Ja, ja, und ich muss feststellen, du hast von der Yvonne gelernt, du hast deine Tür zugemacht. Genau, Willi. Ich habe meine Tür zugemacht. Daran habe ich vorhin nämlich gedacht. Weil Yvonne hat gesagt, Finanzbranche, wo ich ja bin, ja, und offene Tür, das geht nicht zusammen, weil jemand dann immer denkt oder das so aussieht, wie dass jemand zuhören kann. Ja. Sie hat gesagt, wichtig ist nicht, dass die Tür zu ist, wichtig ist, dass sie nicht zu sehen ist. Weil wenn ich die jetzt hier halb offen hätte, wäre die zu sehen und dann würde es so aussehen, wie wenn ihr jetzt hier alle zuhören könnt, die wissen ja nicht, wo ich gerade bin. Ja. Und wenn die Tür nicht zu sehen ist, dann ist sie gedanklich zu. Ja, und das ist wirklich spannend. Und da habe ich heute Morgen wirklich dran gedacht. Und habe gedacht, Mensch, die Tür ist noch auf. Die muss unbedingt zu sein. Jetzt egal, ob wir jetzt hier Finanzgespräche haben oder nicht, das spielt ja keine Rolle. Ja, ja, ja. Aber es ist eine gute Idee, die Tür einfach zuzuhaben. Ja, ja, jetzt mal, was mich interessiert, Sascha, wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Schön, dass du fragst, Willi. Auch übrigens sowas, wo es toll ist, wenn man sagt, schön, dass du fragst, gewinnt man immer noch ein bisschen Zeit, um drüber nachzudenken, wenn die Antwort nicht wie aus der Pistole kommt. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe mich schon immer mit, oder schon immer ist auch gelogen. Also ich habe 2007 neben meiner Bäcker-Ausbildung angefangen, Webseiten zu bauen. Ich habe die noch mit HTML selber programmiert und über eBay Kleinanzeigen damals verkauft. Die erste, werde ich nie vergessen, war kreditgott.de. Das war ein Kreditvergleichsportal, die ich damals für 600 Euro verkauft habe und ich habe als Bäcker in 48 Stunden die Woche über den ganzen Monat 302 Euro verdient in der Ausbildung. Also ich hatte quasi schnell mehr Geld. Habe viel Affiliate-Marketing gemacht und ich bin eine gewisse Zeit ein absoluter Produkt-Junkie gewesen. Also ich habe alles gekauft, was nicht bei drei auf dem Baum war, wo ich sagte, das könnte mir eine gewisse Art und Weise einen Mehrwert geben. Also wir haben ja auch riesige Listen mit Zugängen von A bis Z. Und ich bin einfach immer daran hängen geblieben, dass der Großteil immer dasselbe erzählt und wollte dann rausfinden, wo ist der Unterschied, wenn die alle dasselbe erzählen, warum einige erfolgreich sind und einige nicht. Und bin dann tatsächlich bei diesem Verkaufspsychologie-Thema, also diesem sympathischen Vermarkten und auch Vertrieb, ne, dann, bei Mitch Schrau war ich da mal, der macht ja auch sympathisches Verkauf, auch mit Kybernetik, bin ich dort einfach hängen geblieben, nennen wir es mal so, wo ich sage, so pass auf, es ist echt ein super Mehrwert und wer dieses Buch ja auch in der Hand hat, welches Willi da in der Gruppe empfohlen hat, da sind ja schon mal 28 Effekte drin, die dort auch ausführlich beschrieben sind, damit man da auch mal hinterschaut und sich denkt, so ja, klar, macht natürlich Sinn. Natürlich kann man nicht alle 28 oder 56 verkaufspsychologischen Effekte benutzen in einem Funnel oder in einer E-Mail oder in einem Video, aber es gibt ja immer so Dinge, die jeder kennt, wie Verknappung. Ne? Ja, bald endet das Angebot. Ja? Wichtig ist, Verkaufspsychologie, und das darf auch jeder verstehen, in Verbindung mit Marketing ist im Endeffekt Manipulation, aber auf eine positive Art und Weise. Ja? Also nicht dagegen wehren, so wir manipulieren niemanden doch, wir manipulieren die ganze Zeit, damit Menschen eine Entscheidung treffen, sich für uns zu entscheiden.
Deswegen auch immer nur, gibt es bei uns im Produkt auch einen Ehrenkodex, dass man das Ganze auch wirklich effektiv zum Mehrwert seiner Kunden nutzt und nicht dafür, dass man sagt, so, ha, dem ziehe ich jetzt das Geld aus der Tasche. So. Und ja, so bin ich da hingekommen. Das entwickelt sich ja immer weiter, ne? Das ist wie, wenn man sein Business startet oder Beispiel, man will ein Depot eröffnen, ja, fängt man an, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann entwickelt man sich halt super weiter und wird immer besser. So, und das funktioniert halt auch nicht von heute auf morgen. Aber wenn man diszipliniert und motiviert am Ball bleibt, dann wird sowohl das Business als auch die Finanzen wachsen. Ja. Ja gut, der Fokus, ich sag mal, die Energie, der Fokus geht, oder wo der, wie heißt der Energy, der Energy Flows, oder der Fokus goes, der Energy Flows, so heißt das, ja. Ja, genau. Ja. Vor Ja, allen Dingen ist ja man. auch so. Ich meine, ich habe mir ja, wie du schon sagst, alle 28, ja, das muss auch ein bisschen zu einem passen, entsprechend auch. Und ich habe mir ja hier, wie gesagt, das für das, was ich eigentlich ganz interessant finde und was ich noch nicht kannte, habe ich mir hier meine Marker reingemacht und bin das so ein bisschen auch jetzt in meinen Produkten und so weiter am Umsetzen. Ja, also, weil ich selber komme ja auch aus dem Vertrieb und so weiter, habe mehrere Firmen aufgebaut, bis hin zu aktienorientierten Unternehmen, also habe also da auch einen entsprechenden Background. Aber ich bin immer wieder erstaunt, was ich in meinen jungen Jahren alles immer noch lernen kann. Ja, es Ist ja auch. ist doch schön, wenn man immer mal ein bisschen über den Tellerrand schaut und guckt, was den anderen so einfällt. Ja? Man muss ja nicht alles übernehmen. Also ich habe mir schon lange kein Verkaufsbuch mehr angeschaut, aber ich würde mir auch jederzeit immer wieder mal Tipps aus dem Buch holen. Warum nicht? Ja? Das ist völlig legitim. Und ob man das, es gibt ja Verkaufstrainer, die sagen, ja, man braucht eine 7- bis 12-stufigen Einwandbehandlungstreppe und so weiter. Ja, da ist der Kunde schon längst tot, ja, und eingeschlafen oder hat geistig abgeschaltet, wenn ich mit dem 12 Einwandbehandlungen mache. Ja, das macht doch überhaupt keinen Sinn an der Stelle. Oder wenn der Kunde das sagt, musst du das sagen. Und wenn er das nicht sagt, sagst du das. Ja, das sind keine Roboter, das sind Menschen. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt. Ja? Ja. Und man muss da auch, braucht auch im Verkauf, und das ist mir immer leicht gefallen, Fingerspitzengefühl. Wie tickt denn Ja. der andere? Wo steht er gerade? Wie hole ich den gerade ab? Ist der gerade im Stress, wenn ich den anrufe? Kommt er gerade aus dem OP, wenn er Arzt ist? Ja? Und hat vielleicht eine OP hinter sich, die nicht so gut gelaufen ist? Ich muss doch immer mal gucken, wo hole ich die Leute ab und wo sind die gerade? Ja, Ja, das ist ja und gerade momentan ein Riesenproblem mit den ganzen Closern, die da, wenn du da jetzt, ich sag mal, du interessierst dich für irgendein Thema, trägst dich kurz ein, dann wollen die deine Telefonnummer haben, da denkst du immer schon, Gottes Willen, ja, jetzt ruft er dich schon wieder an, ja, und dann, aber dich interessiert das Thema, dann holst du dir das und dann ruft er an und dann sagst du so und so, okay, ja, pass mal auf, mein Junge, ich wollte eigentlich nur diese Informationen haben und dann bohren die, dann lesen die ihr Skript darunter, da weißt du ganz genau, wo die in der Schule waren, ja, das ist schon so. ja, klar. Was gibst du deinen Kunden als wichtigsten Hinweis mit? Was ist so dein, du brauchst jetzt nicht deine Geheimnisse verraten, aber so ein Ding für unsere Zuhörer, die im Vertrieb oder im Verkauf sind, was würdest du denen als heißesten Tipp empfehlen? Kein Daytrading machen. Ja. Also bitte nicht falsch verstehen, wer das jetzt gerade oder du jetzt gerade eingeschaltet hast und hörst das Wort Daytrading und bist vielleicht Daytrader, dann herzlichen Glückwunsch, dann hast du eine Expertise, die du machst mit Daytrading im Marketing und Vertrieb, meine ich, nicht zu schnell emotionale Entscheidungen zu treffen, um etwas zu ändern, weil sonst wirst du immer wieder dein System anpassen und wirst niemals zu einem effektiven Ergebnis kommen. Und wenn du beispielsweise eine Werbeanzeige schaltest, hat die so eine Zyklusdauer von 7 Tagen, bis du überhaupt effektive Ergebnisse hast zum Auswerten. Die meisten schaffen es aber nicht mal zum zweiten Tag, weil der emotionale Trigger im Kopf angeht und so, oh Gott, das funktioniert nicht und ich bin noch nicht reich. Übertrieben gesagt. Und dadurch kannst du ja auch gar nicht Split testen. Und das ist aus verkaufspsychologischer Sicht auch super wichtig. Ja, ich habe das gestern in meinem Call gesagt, der Willi war ja kurz drin. Vielleicht ist es noch kaum jemandem aufgefallen. Es gibt ganz, ganz wenige. Ich kenne eine Split-Test-Agentur, die sich nur darauf spezialisieren, Unternehmensprozesse, Marketing- und Vertriebsprozesse zu Split-testen. Also sprich, man Option A gegen Option B. Ja? Aber warum redet niemand darüber?
weil es letztendlich so das Geheimnis ist, was dazu führt, dass dein Unternehmen kontinuierlich wächst, weil du kannst jeden Moment auf die Ausgangssituation zurückgehen oder du findest halt nochmal einen heiligen Gral, eine Stufe höher, wo du nochmal 0,2, 0,5, 1% mehr Conversion rausholst auf den verschiedenen Ebenen, was sich ja hinterher super auszahlt. Also da ist meine Empfehlung, bleib am Ball, teste, erlaub es dir auch zu testen, ja, halte die Zeitzyklen ein und schreib gute Texte. Hm. Weißt du, wer der größte Split-Tester ist der Welt? Das ist Amazon. Die testen permanent, wenn du mal eine Anzeige dir anguckst. Ja? Guckst du dir eine Stunde später an, sieht sie wieder geringfügig anders aus. Ja? Also die testen permanent, was besser ankommt, was schlechter ankommt. Die Daten sammeln die und dann optimieren die ihr Zeug. Das ist der absolute Wahnsinn. Gut, das können die inzwischen alles automatisiert machen. Da sitzt jetzt keiner da und verschiebt mal einen Button. Aber wer halt ein bisschen kleiner ist als Amazon, der muss das halt von Hand machen. Ja. Gut, der hat natürlich auch nicht so viele Seiten wie Amazon. Ne? Das muss man natürlich auch dazu sagen. Es ist natürlich da auch immer wichtig, dass man auch erkennen musste, der Jeff Bezos hat es mal im Interview gesagt, dass das auch eines seiner Kerngeheimnisse ist, dass er das immer gegeneinander getestet hat. Welches Bestellformular funktioniert besser? Welches Overlay? Welches Design des Shops? Ne? Und wenn jetzt viele sagen, ja, der Amazon-Shop hat sich ja vom Start weg gar nicht so groß verändert. Es gibt eine Seite, die fällt mir jetzt gerade nicht ein, wo man Screenshots sehen kann. Die Software macht jeden Tag einen Screenshot von der Seite. Könnt euch mal die Seite von vor 3 Jahren bei Amazon angucken. Wenn ihr dann die heute anguckt, seht ihr halt einfach diese kleinen Dinge, die sich ändern, die einen ausschlaggebenden Punkt für eine höhere Kaufbereitschaft der Kunden geben. Und das kann ein Button oben rechts auf der Seite sein. Das kann einfach ein Button auf einer Landingpage sein, der auf einmal grafisch besser dargestellt ist, weil er hoch und runter springt, weil er links und rechts ist, weil er vibriert, was auch immer. Aber wenn du es nicht testest, stagnierst du auf deinem aktuellen Level. Und warum die Leute denken, und das ist auch wieder Verkaufspsychologie und sehr gut gemacht von Amazon, die denken, es ändert sich kaum was, weil die Farbe immer gleich bleibt. Ja? So, die Farbe bleibt immer gleich oder ändert sich geringfügig in Nuancen, dieses Orange. Und ansonsten ändert sich auf der Seite aber ganz, ganz vieles. Aber mit der Farbe assoziieren wir wahnsinnig viel Social Proof. Ja? Das ist total spannend, was Farben in unserem Leben ausmachen. Ja. Wenn du jetzt immer ein blaues Hemd anhast, ja, und hast dann plötzlich mal ein weißes an, dann wirst du 100% von deinen Kunden darauf angesprochen. Ja. Ja, du wirst damit ja auch immer assoziiert, ne, mit deinem sogenannten CI, also Corporate Identity, wenn wir jetzt da mal einsteigen wollen. Mhm. Ja, also heißt, ändere nicht alle jede Woche dein Logo, wechsel nicht von Orange auf Rot oder wie gerade so schön gesagt wurde, von Blau auf Weiß, sondern schau schon, dass du im gleichen Farbsegment auch was Kleidung unterwegs bist. Also muss man auch dazu sagen, ne, wenn man darauf wirklich Wert legt. Ich bin so ein Typ, ich ziehe mir morgens das Hemd an, worauf ich Bock habe. Mhm. Wenn ich morgens Bock habe auf einen Pullover, ziehe ich mir einen Pullover an. Mhm. So, wenn jetzt jemand sagt, so, ja, Sascha, du hast heute ein kariertes Hemd an, ihr seht es ja leider nicht in der Podcast-Folge, wenn ihr hört. Ja, dann deswegen kaufe ich nicht bei dir, dann ist es dein Problem, nicht meins. Also da bin ich dann auch total realistisch und weil wenn man deswegen eine Entscheidung trifft, weil jemand ein falsches Hemd anhat, dann gibt es dafür bestimmt Gründe, ja, aber die sollten niemals ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Geschäftsbeziehung eingeht oder nicht, wenn es in den Rahmen passt. Nennen wir es mal in den Rahmen. Wenn ich jetzt, wie vorhin angesprochen, mit einer Bierdose zum Vorstand von einer Versicherungsgesellschaft gehe und unterhin komme ich nicht mal an der Rezeption vorbei. Aber bis dahin hat mich der Sicherheitsdienst schon rausgetragen. Ja. Also da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Und zwar, ich habe ja noch die Zertifizierungsfirma, wo ich Unternehmen nach ISO 9000 und so weiter zertifiziere. Und ich habe die 10 größten Agenturen der Zürich-Versicherung beraten. Und beziehungsweise ich habe dann mit einem angefangen und das Ziel war es einfach, dass diese Zertifizierungs-, also diese Beratungsgeschichte über die Zürich finanziert werden sollte. Und jetzt haben wir überlegt, wie kommen wir an den Vorstand ran? Und jetzt ist es so, ich persönlich, ich bin halt Westerwälder und habe auch nicht so eine, ich sag mal, eine klare Sprache, wo ich gesagt habe, Entschuldigung, ich kann das zwar machen, mich da vorne hinstellen, mit dem Vorstand reden und so weiter, auch noch den Termin machen und so weiter, aber das,
meine Sprache an sich ist nicht so, dass ich hundertprozentig sagen kann, ich kriege den Auftrag. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir denn tun? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wie kann man einen Vorstand denn mit irgendeinem anderen Tier oder so vergleichen? Und wir haben den Vorstand von der Zürich mit dem Adler verglichen. entscheidet von oben, sieht die Sache von oben ich sag mal, der Adler hat halt bestimmte Eigenschaften, er arbeitet relativ wenig, aber sehr erfolgreich, ja, und hat alles im Blick. Und dann haben wir uns einen Speaker gesucht, der eine klare Sprache hat, und haben einen Adler mit reingebracht und haben uns einen Vortrag gemacht und haben den ganzen Vortrag auf den Adler aufgebaut. Also es ging ja darum, die Zertifizierung zu verkaufen. Und haben das dann am Ende, haben wir den Adler reingebracht und der Vorstand durfte den Adler auch mal halten entsprechend, und den Auftrag haben wir gekriegt und haben dann die 10 größten Agenturen der Zürich nach ISO 9000 und so weiter zertifiziert, haben dann auch aus diesem Zertifizierungsprozess haben wir dann eine Strategie entwickelt, und daraus ist dann ein sogenannter Zürich Kompass entstanden. Das hat dann eine separate Agentur gemacht entsprechend, und nach diesem Kompass arbeiten heute alle erfolgreichen Agenturen in der Zürich. Machst du das mit deinen Kunden auch, dass du sagst, okay, arbeitet mit Bildern? Es hängt dort immer vom Produkt und der Dienstleistung ab oder dem Angebot. Ob jetzt eher Bilder oder Videos aus der Erfahrung gut funktionieren. Klar, du arbeitest ja im Endeffekt immer mit Bildern. Also ich empfehle ja auch immer, jemanden einen Social-Media-Kanal zu führen. Ja, da solltest du auch mit Bildern arbeiten. Aber in der Regel, wie du das vorhin so schön gesagt hast, Menschen kaufen von Menschen. Ja, wenn du Bilder machst, mach welche von dir. Ja, damit du dich also wenn wir von Personenmarken sprechen, dass du als Personenmarke wiedererkannt wirst. Ja, und wenn du Videos machst, dann können die Leute dich auch kennenlernen. So, wenn du jetzt vielleicht ein Typ bist oder eine Dame, die sagt so, nee, ich gehe nicht vor die Kamera im Video, ist das auch überhaupt gar kein Problem, dann mach einfach eine PowerPoint-Präsentation, wo man dich einfach nur unten rechts so in klein sieht. Das ist schon mal ein guter Anfang, dich daran zu gewöhnen. Ja, weil Psychologie hat auch was damit zu tun, dass du deine eigenen Blockaden überwindest und dich auch ein bisschen austrickst, um da das nächste Level zu erreichen. Weil die einen sind dafür geboren, sich vor die Kamera zu stellen und können quasi 8 Stunden am Stück durchquatschen und es hört sich immer noch solide an. Und die anderen kriegen keinen 15-Minuten-Vortrag hin. So. Und im Endeffekt sind aber beide Menschen gleich. Es hat ja nur was mit den Erfahrungswerten, den inneren Blockaden und den eigenen Herausforderungen zu tun. Das kann ich bestätigen. Als ich vor 10 Jahren angefangen habe, da hat noch keiner Online-Beratungen gemacht. Ich habe es schon gemacht. Und hatte ja damals, war die Internet-Bandbreite ja noch nicht so gut, dass du auch noch Video übertragen konntest. Also habe ich einfach nur meinen Bildschirm übertragen. Und das mache ich eigentlich bis heute gerne so, dass ich das Video ausmache, weil sich die Leute dann nämlich auf den Inhalt konzentrieren. Ja, und ansonsten gucken die, was hat der jetzt heute hinten stehen, ja, steht jetzt hier irgendwas anders und so, ja. Die Leute sind immer sehr, sehr abgelenkt und das ist für die eher dann ein bisschen wie Fernsehgucken. Wenn die dein bewegtes Bild sehen, sehen sie eine Präsentation und du redest dazu, dann sind sie gezwungen, sich auf die Präsentation zu konzentrieren. Oder ein Flipchart kann man auch machen. Ich arbeite sehr gerne, da hinten steht Flipchart. Mit Flipcharts schreibt da was drauf und so, das ist also wirklich... Im Zeitalter von PowerPoint und so weiter immer noch das effizienteste Medium, mit Flipcharts zu arbeiten, weil die Leute nämlich dann dabei bleiben. Und den absoluten Tipp, den ich geben kann, ich meine, du wirst jetzt zwar interviewt, aber ich gebe jetzt auch mal einen Tipp. wenn du jetzt nicht auf der nackten Tafel schreibst, sondern auf den Blättern, dann mach einfach, zieh um die Blätter einen Rahmen drumherum. Denn was im Rahmen bleibt, fällt nicht aus dem Bild. Ja? Das ist ein ganz einfacher Trick fürs Unterbewusstsein, wie du dabei bleibst. Ja? Ja, du hättest dir gestern Abend das Zoom von dem Sascha mal angucken müssen. Der hat das sehr, sehr genau super gemacht. Der hat da nur rumgemalt, war also absolut spitze. Ich habe mir auch einen Screenshot gemacht von dem einen Bild. Von den 4 Stufen? Genau. So wie alle. Ich habe gestern bestimmt 15 WhatsApp nachgekriegt. Das habe ich mir abfotografiert. Ich sage, ja, das macht natürlich auch Sinn. Das ist ja sehr wertvoll, weil man muss ja auch da sehen, wenn du erfolgreiche Marketing-Mails und Leads generieren kannst und einigermaßen gut verkaufen im Vertrieb, stellen sich halt neue Herausforderungen.
Also auch da ist das Spiel des Unternehmertums nicht durchgespielt. Nur weil du viele Leads hast, viele Verkäufe und viel Umsatz, dann gibt es, wie gesagt, die nächsten Dinge, auf die du achten solltest, die aber den Podcast-Rahmen hier sprengen würden, jetzt an dieser Stelle. Ja, wenn du Beispiel Versicherungsvertreter bist und arbeitest mit den Kunden 1:1, dann sind 5 Neukunden in den meisten Fällen irgendwann einfach zu viel. Ja. So kann ich vollkommen nachvollziehen. Wenn du so wie wir im Online-Bereich unterwegs bist und Hybrid-Trainings hast mit Gruppen-Zoom-Calls, da sind auch 20 Neukunden pro Woche nicht zu viel. Ja, wenn du eine Agenturdienstleistung hast, wo du weißt, wie groß deine Zeitressourcen sind, weil du alles optimiert hast, vom Onboarding bis hin zur Abwicklung, weil du letztendlich, und auch das nicht falsch verstehen, für den Kunden im Background den Ablauf immer gleich machst. Ja, da gibt es nicht viel Änderungen, was die Schritte sind. Dann kannst du dort auch 5 neue Agenturkunden pro Woche begrüßen. Genau. Da ist immer die Frage, wie bist du dort eingestellt? Also, ja, jetzt mal für unsere Leute, die sich jetzt dafür interessieren, und wie kommen die denn zu dir? Wie können die sich, ja, ich sag mal, deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen? Was kannst du denn, wo kannst du den Kunden da unterstützen und wie kommen die zu dir? Also da ja der Podcast jetzt hier gerade frisch ist, kurz bevor unsere Webseite online geht, also marketingdominanz.de, da könnt ihr euch auf der Seite einmal umschauen, könnt euch einen Strategie-Call buchen, wo wir dann über die Herausforderungen sprechen, die aktuell in eurem Marketing ist, um das nächste Level dort zu erreichen und dann auch zu schauen, ob wir zu euch passen, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, und auch, ob ihr zu uns passt. Ja, und ist jetzt auch kein typisches Strategiegespräch, wie man das kennt von diesen Closing-Ausbildungen mit Setting, sondern wirklich ein Mehrwertgespräch, wo wir auch schon da reingehen und sagen, pass auf, das solltest du hier und da abändern, damit auch gleich dieses Vertrauen aufgebaut wird, okay, die Expertise ist da, nicht nur bei Sascha, sondern auch beim gesamten Team, weil sie auch dort einen klaren Onboarding-Prozess durchlaufen, um diesen Wissensstand zu haben, diesen Kunden auch einen Mehrwert zu geben. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist Mende-Sascha auf Instagram. Da könnt ihr einfach eine Nachricht schreiben. Da bin sogar ich selbst immer aktiv, weil das mag ich schon ganz gerne. Also auch wenn ich gestern im Call gesagt habe, Instagram ist nicht meine Welt, zumindest das Posten und Stories machen nicht. Aber wenn jemand eine Nachricht schreibt, dann bin ich on fire, dann bin ich da, weil dann entsteht der persönliche Kontakt. Mein letztes Wort ist einfach, mach's einfach, denn am Ende wird dein Marketing geiler, als du denkst. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Ja. Super, ja, Sascha. Vielen Dank auf jeden Fall, Sascha, dass du da warst. Und, ja. Du kannst vielleicht mal noch das Buch hochhalten, Willi. Ja, genau. Hier, das Cover vorne. Hat, ja. Mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Erfolg. Und das kann man das verlinken wir einfach in den Shownotes, würde ich mal sagen. Ja. Und dann kann sich das jeder bestellen. Gibt es wahrscheinlich als Kindle-Buch oder als Hardcover. Als Softcover nach Hause geliefert. Als Softcover nach Hause geliefert, genau. Und vielleicht dann auch in größerer Schrift. Willst du noch sagen, was es kostet? Es ist lediglich eine Versandpauschale und Logistikaufwand von 6,95 €. Ja, das ist doch mal für jeden leistbar, das werde ich mir auch wahrscheinlich bestellen. Eins der wenigen Vertriebsbücher, die ich mir die letzten 5 Jahre wahrscheinlich bestellt habe. Also wie gesagt, ich habe es 2-mal gelesen, ja, mittlerweile, habe mir da meine Notizen reingemacht. Entsprechend kann es nur empfehlen. Sind viele interessante Sachen drin. Was mir vor allen Dingen ganz gut gefällt, ist, dass hier hinten immer diese Checkliste ist. Ich habe erst gedacht, Checkliste sieht ja gar nicht aus wie eine Checkliste, aber es ist doch eine Checkliste. Man muss sich damit wirklich auseinandersetzen und dann erkennt man auch, dass das eine Checkliste ist. Super, Sascha, wir bedanken uns herzlich bei dir. Gerne. Für den frühen Podcast heute am Mittwochmorgen und wünschen dir alles Gute und bis bald. Wünsche ich euch auch. Alles klar?